My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Vertrau immer jemanden, der schwarze Handschuhe anhat. Dillig. Can I help you? Nee, wir fahren nicht mit dem Motorrad. Ach, müssen wir mit dem Motorrad fahren? Komm halt mit dem Motorrad. What brings you to Hong Kong? Fahren Sie zu Bam Bam Club. Thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress. So this is the Bam Bam Club. Back home, I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Okay, fahren Sie zum Tempel. I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front. But I'm checking out Hong Kong for now. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient. So, pass mal beim Tempel. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Well, the trick to Hong Kong is to learn to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt. And only apply makeup at red lights. Don't text and drive. You know, that kind of thing. Words to live by. Oops! Ja, es tut mir weh. Amanda, keine Angst, ich töte nie Leute. Oh. So, da sind wir bei der Kung-Fu-Schule. Isn't this school supposed to be in a temple? Tja, da wurdest du ziemlich verarscht, würde ich mal sagen. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwa. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. Oh ja, warum nicht? Muss ja, ne? Muss. Okay, Left Shift, um Sifu anzuvisieren und dann in die Richtung bewegen und während. Ja, und. Hä? Linke Maustaste, um jemanden zu anvisieren, in verschiedene Richtungen zu schlagen. Hi! Der andere. I see time in America has rusted your skills. Ein Sweet Kick. Okay. Zack. Sorry. Ich will dir eigentlich nicht wehtun. Apparently it's rusted your concentration. Aua. Did you practice by watching television? Ich verprügel die Frau eben übelst und die andere die ganze Zeit. Hi, 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 hi. Try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Song Ong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Jade Rat.
Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student, corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiancé. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But I will definitely call you later. Sie schwitzt. Okay, wir haben den Sweep Kick gelernt, Amandas Telefonnummer, Trainingsklamotten und biografische Notizen Wei Shan. Ja, wir haben die Mission Amanda fertig. Sehr schön. Sifu bringt ihnen neue Moves bei, wenn sie eine seiner Jade-Statuen vorbeibringen. Okay. Seems legit. So, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt wieder Triaden-Missionen. Kann ich Amanda jetzt anrufen? Yeah, hello? Amanda, it's Wei. Doing anything later? Wei! Hi! I was going to go see Magistrate Mark. Ah, okay. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria P. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. Okay, dann haben wir ein Date. Auf geht's. Das ist wieder so ein roter Umschlag. What the fuck? Ich brauche ein Auto, wie es aussieht. Gib mir mal hier den Undercover Polizei Wagen. Na, ich erinnere mich. Das war ein bockiges Auto. Das hat nicht so die beste Lenkung. Aber es geht. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt nochmal schnell hier die zwei fertig machen, Überwachungsdinger? Das ist ja kein Ding eigentlich. Jo, können wir eigentlich machen. Haben ja Shotgun dabei, ne? Und machen wir fertig hier. Oh, kein Ding. Die sind ein bisschen versteckt, aber geht schon klar. Deine Mutter. So, haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch die Kamera hacken. Müssen wir nur wissen, wo der Kasten dafür ist, ne? Okay, da hoch kommen wir jetzt mal nicht. Dann muss er weiter unten sein. Ist hier irgendwas? Kasten? Hallo? Hallo? Kasten? Hallo? Okay. Er antwortet nicht. Hallo. Hallo, Kamerakasten, wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Egal, rotz mir die hier hinten. Auch noch schnell weg. Finden wir bestimmt noch raus. So, Ansehen bekommen. Schnell mal die Shotgun wegschmeißen, wenn es geht. Bitte.
Weil nämlich da ist ein Potzi-Leinwand und der will uns wehtun. So. Achso, das hat zusammengehört. Alles klar. Dann ist das kein Problem. So, wir machen es wieder wie letztes Mal. 1, 2, 3. So, 0 und 1 in der falschen Stelle. Machen wir hier mal die 0 hin und hier die 1. Dann machen wir hier weiter mit 4 und mit 5. Dann machen wir hier die 4 hin, dann eine 6. Eine 7. Jawohl. Hammer. Und dann müssen wir noch das Überwachungssystem benutzen, aber das machen wir dann auch später erst. So, jetzt müssen wir uns um unser Date kümmern. Also spontan dürfen wir jetzt auch nicht unbedingt sein. So. Ja. Ich will ein Auto. Können wir mal mit dem fahren. Das hat ein bisschen mehr japanischer Touch, aber wird bestimmt klar. Ja, wo ist denn die? Ajo. Eventer fotografieren, alles klar. Wir treffen fotografieren. Gas geben hier. In seinem Auto. Boah, Bus. So, jetzt sind wir hier in Central. Das ist ein bisschen weiter weg, weil nämlich das ist. Boah, der Victorious Peak Park, wo war denn nochmal? Der war, glaube ich, ziemlich hoch gelegen. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war da oben. Na, wundertollig. Aus dem Weg. Aber es ist wunderbar, mal mit 60 FPS mal zu fahren. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber viel besser als mit 11 FPS zu fahren. Das habe ich sogar gehabt, wie ich es schnell mal aufgenommen habe. Das ist voll toll. Da kann ich mich auch voll aufs Fahren konzentrieren. Obwohl ich es auch auf 11 FPS durchgespielt habe, das muss man mir lassen. Das ist Pro Gaming. Hat das immer. Taurus Peak Park. Skeet! Hey, die Karre. Hey Amanda, you look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? Wie wär's damit? Es ist Nacht. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Hmm. Let me see what I can do. You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines all over town. Oh, oh, can we take a picture here? Meinetwegen. Machen wir's. Left-Shift-Kamera. That looks good, thanks. You know, I have to say, that dress looks really good on you. Well, you know, this guy bought it for me. The guy bought you that dress, huh? Tell me about him. Well, he's pretty cocky. A bit of a jerk. But he's also kind of cute. And what does the guy think about you? I don't know. I hope he likes me. Well, I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. Fast geht. You think you can let me and my friend in? No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your while. Hmm,
Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Wei. Auf geht's, Spaß hey, haben! Can you take some pictures for me? Please? Ah ja, dann zeig, wo du Bilder haben möchtest. Und lauf nicht so, als hättest du einen Stock im Arsch. Oh, over here. Okay. Klar, Schatz. So. Oh, that's pretty. Ja, neben den rostigen Stangen, das passt zu deinen Zähnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber erstmal Tresor aufmachen. Ich bin gleich da, muss was Kriminelles tun. Wie ging das nochmal? Ah ja, das war so. I think this is a good spot. Chill. Gerade zu tun. So. Eine ikonische Sportuhr, da findet man auch Klamotten drin. Ja, Moment, ich muss erst Handy zücken. Ach, komm, mach. Good composition. Pff, mir ist es so scheißegal, du klebst bei dir doch rein. One more. That's great, thanks. You're a pretty good photographer. Ah, no problem. My pleasure. So, und jetzt? That was great. Thank you so much. I can't believe you got us in here. Nah, it's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. So hey, I have an idea. Oh really? Tell me more. Ha! Du Stecher, du. Okay, Gefährlichkeit erledigt und Level 9 haben wir seit so das Anzeigen aktiviert ist, verursacht Wei mehr Schaden. Kassenboni werden deaktiviert und Wei kann auf dem Boden liegende Gegner bearbeiten. Toll. So, Gesundheitsschreine erscheinen auf der Minimap und wir haben noch eine Akte freigeschaltet. Können wir das Auto mitnehmen? Ja, können wir. Das Auto, ja, Leute, das ist. Das hat eine Lenkung wie eine Tomate, aber ich liebe es. Rückwärts fahren. Ist halt so eine richtige amerikanische Tricksschleuder, wo total schwer ist. Aber ich mag's. Okay, machen wir weiter mit den Missionen, würde ich mal sagen. Was machen wir jetzt? Ah, dann würde ich mal sagen, fahren wir doch mal jetzt zu den Triaden-Missionen. Überfall und Lieferung, alles klar. Fahren wir mal hin. Ja, da gibt es keine Schnellreiseoption. Fuck mich eigentlich. Achso, ja, stimmt. Ich hab gerade eben sagen wollen, warum kann ich eigentlich das Auto fahren? Weil nämlich normalerweise ist es erstmal eine Ansehenstufe erreicht. Aber mir ist ja eingefallen, oh, ich habe ja schon Ansehenstufe 9 durch die DLCs. Aber okay. Wow. Boah, Alter, das Ding ist bergunter so scheiße, ne? Kannst du vergessen. Was meinst du, gerade du fährst mit einem Backstein? Boah! Halt die Fresse! Back dir gebraten Reis! Hab denn den Wortwitz verstanden? Oh, alle Gerüchte weg. Können wir nicht irgendwie den Radiosender wechseln? Das ist ja doch schlimmer als bei GTA. Steuerung. Schon rüber zu den Fahrbefehlen. Motorrad vorne beugen, kapern, umsehen, Hupe, frei zielen, nach links, rechts, beschleunigen. Toll, steht nichts von Radio dabei. Also muss ich das hören, was gerade läuft, oder was? Dankeschön.
Das ist ja sehr tollig von euch. So, zum Kotzen. Das ist die schwarze Version von Afghan Worry von ja, San Andreas. Gang, 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 gang. So, hallo. Es wird auch gleich Schmor gehen. Oh, ein Teilzeitkiller. Klamotten, Teil gewunden. Sehr schön. Kraft hat das Auto ja auch schon Unmengen, aber es ist halt so sau schwer. Das macht sich halt bei der Lenkung total bemerkbar. Ganz schön going on cello. Alles klar. Ich weiß, was deine Message ist. Ganz ehrlich, ich konnte es raushören. Wow! Mach doch mal nicht auf Samuel Koch, das ist voll böse. Oh, Potzi, nichts passiert. Alles okay.